Herren, herzlich willkommen hier zum Metalbäcker. Ihr werdet es nicht glauben, wer neben mir sitzt. Hier sitzt die Band Rage, ein Urgestein der deutschen Metal-Szene. Hardrock ist euer Ding. Ich habe nachgelesen, seit 84 online, der Wahnsinn. Ja, da gab es ja noch gar kein Online, ne? Ja, ja, noch offline, aber 84 ist ja, nicht gegründet, der erste Album 84. Wahnsinn. Gegründet ja, noch ein paar Jahre vorher, ne? Da war ich ja, da wurde ich auch gegründet, um die Uhrzeit, um die Jahreszahl ungefähr. Naja. Wir wollen hier zusammen vielleicht noch nebenbei so ein Weihnachtsbrot machen. Wir sind hier ein Weihnachtsfest heute, wir sind hier beim Christmas, beim Christmas Bash in Geiselwind. Die Jungs haben gerade eben ein geiles Konzert gespielt, sind quasi total locker und schon hier im Backstage am Feiern, oder? Feiert man noch nach so einer langen Zeit? Ach, sicher, unbedingt. Nach einem Gig? Unbedingt. Das ist die letzte Show für uns dieses Jahr, also mit Rage, und da freut man sich schon noch ein bisschen. Außerdem haben wir ein Hotel direkt hier nebenan, wir können also ins Bett fallen sozusagen, keinerlei Anstrengungen mehr. Ja, super. Ich habe alles mitgebracht, was wir heute brauchen, um so ein weihnachtliches Brot zu machen. Ja, ja, muss ich aber sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Brot gebacken. Ja, Hände haben wir alles also schon alle gewaschen. Ja. Von daher, die Utensilien stehen hier rum. Ihr wisst ja, wenn es bei mir um Brot geht, da machen wir was ganz Besonderes. Ne? Ihr erinnert euch an unseren Snack, an unseren Wacken-Snack. Heute machen wir sowas Ähnliches. Die Teigschüssel, die gebe ich mal dir in die Hand schon mal. Kleiner Tipp von mir. Die erste Zutat. Bringst mich. Mit einer Hand, also Tipp von mir, mit einer Hand hier den Kessel halten und mit der anderen Hand rühren. Denn wenn du gleich mit zwei Händen reingehst, dann wird es schwierig. Okay. Also wir haben hier alles da, was wir brauchen. Also ich habe von zu Hause mitgebracht ein bisschen Mehl hier, Mehl. Da ist auch schon drin unsere Hefe. Aber ach, ja, das war dunkle da. Das war das Dunkel habe ich hier, also ein Schwarzrocken. Das habe ich mir gedacht. Ich meine das Dunkle in dem Mehl, das war die Hefe. Ja, genau, das war die Hefe, die brauchen wir, um das ein bisschen ja, zum Laufen zu bringen, die ganze. Ich dachte, da hätte einer reingerotzt, deswegen. Aber nee. Kannst du ja schon mal aufmachen. Du kriegst irgendwie nicht auf. Wen habe ich denn hier alles sitzen? Ja, das ist der Lucky, der ist unser Schlagzeuger. Tag. Okay. Super, lustig. Und der Marco ist unser Gitarrist. Marco, genau. I just introduced you. Marco spricht nur Englisch normalerweise. Ja. Ich weiß, warum du das nicht aufkriegst, weil man das nicht aufkriegt. Also, ja, also nur an sich. In Deutschland, aber. Okay. Wollen wir ein bisschen... Ja, das ist was für die Damenwelt. Genau. Also einen Schluck für uns und dann den restlichen Schluck fürs Gebäck. Okay. Ganz wichtige Sache. Hier. Yes, I can in English. Okay. Gib mal ein bisschen rein. It is weird. Schaut ganz gut aus schon, ne? Schaut mal mit rein, Jungs. Achso. Can you film this? It is not that hard, actually. So, pass auf, hier dieser Knopf. Ah, oder so. So geht's auch. This is just wheat and beer. Ah. Also Mehl und Bier. Hier haben wir noch so einen Schwarzrocken, das ist was ganz Besonderes. Also extra für Mettler, extra dunkel ausgemalt. Ah. Für so ein Weihnachtsgebäck ist das doch. Guck mal, wie geil das ausschaut. Ja, passt ja. Schwarzrocken, ne? Schwarzrocken. Passt. Ihr habt auch ein neues Album am Start, habt ihr mir erzählt, oder? Ein ja, aktuelles das ist, Album. Das aktuelle Album ist jetzt schon über ein Jahr alt. Ja. Aber wir arbeiten auch schon gerade am nächsten, aber das ist ja noch aktuell. Ne? Okay, ich würde sagen... Das heißt auch, this goes crazy. Du darfst mal, wenn du magst, hier ein bisschen... Was haben wir denn dabei? Wir haben noch dabei irgendwo Nüsse. Kann man die auch so essen? Die kann man auch so essen, natürlich. Die schmecken geil, das sind Cranberries. Es ist sehr weihnachtlich. Und wenn du magst, kannst du schon ein bisschen hier ein bisschen drin rummachen. Ein bisschen drin rummachen? Was meinst du denn mit drin rummachen? Also ganz zärtlich. Nee, also, nicht das rummachen. Du kannst einfach mit der Hand da drin rumkneten, wenn du willst. Genau. Ich soll jetzt mit meiner Hand da rein gehen? Du ja, darfst mit deiner Hand da rein. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Kakao. Schokolade, Kakao. Ne? Das muss ja auch ein bisschen Weihnachten noch ein bisschen mehr, oder? Wir hätten auch noch Chips und Wodka. Wenn du den Rest nicht mitnehmen willst, ich nehme das. Ja. Also ja, gut, dann wenn du dazu. Aber dann müsste ich mir vielleicht auch mal wenigstens das Pflaster abmachen, oder? Oder vielleicht auch besser dran lassen, je nachdem. Oder die andere Hand nehmen. Oder die andere Hand nehmen. Ja, dann, warte mal. Das macht mehr Sinn. Du nimmst die Hand zum Halten und die andere Hand zum Kneten. Ich bin jetzt ja natürlich mit links nicht so geschickt irgendwie, aber probieren wir es halt das mal. Das magst du schon, ich sehe. Das rein. Sieht toll aus. Wie war denn euer Gig heute? Sehr gut. Ja. Ja, es wird schon ein bisschen fester. Geht mal geil, ja. Viele Leute, viele verrückte Metalle, alles super. Ich glaube, wird er schon? Ja, er wird schon ein bisschen klebrig. So, ne? Ein kleines bisschen Bier noch mit rein.
Ja, und hattest du nicht gesagt, wir wollten noch Chips, habt ihr noch hier, ne? Wir haben Chips, wir haben Wodka, wir haben Kekse. Also Wodka lassen wir mal vielleicht raus. Wir haben Kekse noch. Aber guck mal, Chips, das gibt so den Crunch. Das hatten wir schon mal, außerdem haben die ein tolles Gewürz dran. Und das hört sich auch gut an, hört ihr das? Crunch. Oh, geil. Nüsse haben wir auch noch, ja, hinter der irgendwie... Oh, Lucky, du hast was verwechselt. Ich nehme an, ich sollte die Chips wahrscheinlich nach Möglichkeit klein kloppen, so, wa? So, hier. Also das ist schon ganz schön klebrig so, oder? Lass mal testen hier die... Klumpiger, klebriger. Da können wir vielleicht noch ein kleines bisschen... Ja. Ist das noch zu weich noch? Na, ein kleines bisschen Mehl, weil wir müssen es ja dann hier auf dem Tisch noch verarbeiten können. Auch noch, oi. Je weicher der Teig, desto besser ist natürlich hinterher das Brot. Ne? Das ist ja Feuchtigkeit, die wir drin haben. Also ich bin ja gelernter Präparator. Was sie nicht schiebt, doing this. Und in der Funktion habe ich mich so... habe ich mich spezialisiert auf so Abgusstechnik und normalerweise manche ich immer so halt rum mit Epoxidharz und so in den Geschichten. Hier so. Du weißt ja, wir in Griechenland, ne, wir haben irgendwie mit 14 kriegen wir eine Ziege zum Geburtstag. Ne? Mhm. Das ist dann unsere erste Freundin. Guck mal, die macht so, guck. Hat Ähnlichkeit. Wir können noch ein bisschen mehr Weihnachten reinpacken, oder? Nur noch eine Handvoll Nüsse rein. Der Mann eat die Pupu. Noch eine Handvoll Nüsse? Der Tübi macht das gut. Na, so, okay, das waren jetzt mal Kranberries. Ja, da guck nochmal. Und an den Händen, das muss so sein. Also das muss so. Deswegen machst du das du und nicht ich. Oh, ich habe damit kein Problem. Ich bin, wie gesagt, ich bin Präparator. Ich manche in einer ganz anderen Sache normalerweise rum. Ja, aber das schaut schon wirklich sehr gut aus. Wir können ja schon mal hier unsere Arbeitsfläche so lange ein bisschen klar machen. Mhm. Oh. Ist das eine Nuss? Das haben wir natürlich mit Nuss. Oh, danke schön. Wie, willst du auch eine Nuss? Nö. Ja. Nö. Ja, wenn du als Drummer, wie bist du denn so gefordert hier als Drummer? Ihr habt euch ja in den letzten Jahren ein bisschen verändert musikalisch. Ja. So gemerkt, von Album zu Album reift man da ein bisschen weiter, glaube ich. Genau. Und ja, es ist ein bisschen, wie will ich nennen, ein bisschen komplizierter geworden. Vielleicht mit dir bist du ein bisschen... Nee, nein, eigentlich im Gegenteil. Wir hatten eine komplizierte Phase. Ja. Und mit dem neuen Line-Up sind wir wieder so ein bisschen mehr in der Fresse. Okay. Und das hat auch mit mir zu tun, ja. Ja? Was spielst du denn für ein Set jetzt von Drummer zu Drummer? Ich bin ja auch Schlagzeuger. Willst du die Details wissen? Nee, ach, das will doch keiner hören. So. Kirchhof. Kirchhof? Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Ist ja jetzt nicht so das Mainstream-Set. Vor 20 Jahren mal aus Versehen kennengelernt, getestet, verknallt. Ja. Für mich gibt es nur das, ja. Geil. Hm? Und bei dir? Wie sieht's aus? Kick mal. Ja, jetzt wenn du noch so, ich glaube, 30 Minuten vielleicht noch mal doppelt so schnell kneten, dann ist das. Geil. Darf ich die andere Hand nehmen? Ich bin ja, wie gesagt, kein Linkshänder. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Wir könnten auf den Tisch umziehen. Da helfe ich dir dabei. Papa. Probieren wir alles ein bisschen von deiner Hand runterzubringen. So. Ja. Lass mal. So, ich habe hier... Profi-Equipment dabei. Jetzt schau dir mal diese. Da können wir das ja auch noch abmachen hier. Können wir das ja auch noch abmachen hier, oder? Okay, dann darfst du deine andere Hand ein bisschen nutzen. In der Metal-Bäckerei. In der Metal-Bäckerei. Ihr kennt ihr die? Unser Weihnachtsvideo. Mhm. Na klar. Wir haben ein Weihnachtsvideo aufgenommen, das geht gerade viral. Mhm. Also wer es noch nicht kennt, einfach reinschauen. YouTube-Channel, Axel Schmidt, Brotsommelier. Habt ihr auch YouTube-Channel oder sowas? Facebook? Das wurde mir aber schon von diversen Leuten schon zugeschickt. Ah, siehst du das, mal. Das macht gerade die Runde, das Ding. Rage kennt unser Video. Ja, wann streicht er die Decke? Die Decke, das war ganz lustig. Wir haben da ein bisschen Pyro gezündet und irgendwann ist dann so ein bisschen ein Stück vom Verputz dann runtergekommen. Ich knete das jetzt mal ein bisschen rund hier. Und jetzt wisst ihr auch, warum Bäcker so die besten Liebhaber sind, ne? Siehst du das? Darf ich das irgendwo hinlegen? Ja, na klar, legst da rein. Bäcker sind die besten Liebhaber, echt? Wie zärtlich und... Can you give me one of those? Thank unermüdlich. You. Und nachtaktiv. Aber das hat was mit Musik ja auch irgendwie. Ihr seid ja auch nachtaktiv, oder? Ja. Und Musiker? Ja. Oder seid ihr eher die Langschläfer? Braucht ihr euren Schlaf? Ich meine, so ein Musiker, so ein Rockerleben ist ja auch... Also je älter man wird, desto mehr Schlaf braucht man natürlich.
Okay. Also so vor 20 Jahren konnte man da noch ein bisschen verzichten. Mittlerweile ist es einem schon ein bisschen wichtiger geworden, dass man sich mal auspennt. Aber die Gelegenheit ist eigentlich meistens immer, gut, Lucky kann natürlich nicht schlafen. Nee. Du kannst eigentlich so mit, weißt du, wie so ein Tag ist, anfängt, wenn du Ü40 bist? Weißt ja, du nicht? Erzähl mal, also das interessiert bestimmt alle, denn mein Publikum ist stehst halt morgens auf, also setzt dich so an die Bettkante, das warst jetzt in die Bettkante und horchst du in dich hinein. Und dann fällt dir auf, so Hüfte drückt, Knie tut weh und so, Nacken verspannt, nichts Neues dazugekommen, wird ein Spitzentag. Du lebst so. Noch. Ne? Genau. Ja, das wurde mir schon gesagt. Also Ü40, ja. Wenn du da früh nichts mehr spürst an Schmerzen, dann bist du wahrscheinlich tot. Ja. Another one, bro. Okay, und jetzt kommt der Trick. Thank you. Der Trick 17, wie wir aus dem Brot ein weihnachtliches Brot machen. Natürlich jetzt haben wir schon die Weihnachtsingredienzien drin. Aber mir, Trick 17, ich mache hier jetzt einmal teilen und nochmal so grob. Ja, passt ja zu Nikolaus, teilen. Das passt, ja. Optimal. Und dann hier nochmal, dass wir in der Mitte, siehst du das? In der Mitte solche Spitzchen haben. Die ziehen wir so auseinander. So. Da bauen wir ein Pentagramm draus, oder was? Und dann, das kannst ja du, das kannst du machen, wenn du magst. Immer ich? Die innere Spitze, ich bin komplett daneben. Die innere Spitze so nach außen drehen. Ach geil. Und bei jedem. Das kann ich. Das kannst du, ne? Ja, ja, klar. Innere Spitze nach außen drehen. Ich war selber innere Spitze jahrelang. Fußball! Ja. Ey, Wahnsinn. Multitalent. Irgendwo ich mach Scheiße im Fußball, also ja. Nichts mit Multitalent. Das sind andere Profis auch, wenn wir so sehen. Stimmt, ja. Okay, wenn wir es jetzt uns anschauen, gucken wir, was ihr da gemacht habt. Geil. Ein toller Stern, mit absoluter Szene, ruckzuck gemacht. Und ja, also das könnt ihr euch so vor der Show machen und dann hinterher backen, theoretisch. Theoretisch, ja. Oder geht zu mir und kauft es auch einfach da. Wahrscheinlich ist das die bessere Alternative. Das nehme ich jetzt mit heim. Mhm. Ich bin nämlich gar nicht so weit von zu Hause. Mhm. Bis dahin kann es aufgehen, ganz entspannt. Das backe ich euch dann und dann schicke ich euch natürlich das Gerät. Boah, geil. Der Gerät. Der Gerät. Man probiert das mal aus. Also jetzt hast du, spätestens jetzt hast du ja saubere Finger. Naja. Ah, ja. Das haben wir ja. Ja, okay, aber jetzt tatsächlich die Frage, die alle interessiert, was... Wie geht es denn jetzt weiter in so einem Rockerleben? Ich meine, man stellt sich das ja immer so glamourös vor nach der Show. Jetzt werden gleich draußen stehen schon schlangenweise die Ladies und warten, dass sie reinkommen. Oder habt ihr jetzt noch Termine? Ja, ja. Gleich die Signing-Session, da stehen sie in der Schlange tatsächlich. Okay, dann wird mal ein paar Unterschriften verteilen, nette Leute treffen, ein bisschen plaudern. Genau. Ich habe gesehen, es sitzen unten noch jede Menge andere Bands rum. Seid ihr da auch mit welchen so verbandelt, wo ihr sagt, da freue ich mich das ganze Jahr schon drauf? Ja, ja, klar. Ja, wir treffen die ja immer wieder. Ne? Also immer wieder, das sind ja auch immer die gleichen, irgendwie, die man so trifft. Das ist auch immer wieder schön. Also. Ja? Ganz genau. Ja, hast du noch mehr Nüsse? Also ich die Nüsse sind der Hammer. Ja, die Nüsse sind der Hammer. Hier in ein Nusssäckchen mitgebracht. Okay, cool. Habt ihr noch irgendwelche speziellen Botschaften, die ihr jetzt in diese Kamera loswerden könnt? Ja, unbedingt. Wo spielt ihr demnächst? Was macht ihr? Was können eure Fans von euch erwarten in der Zukunft? Erzähl du unsere schönen Pläne fürs nächste Jahr. Ja, wir freuen uns darauf, das nächste Jahr mit der Orchestersaison einzuleiten. Also wir werden wieder mit dem Orchester unterwegs sein und ein paar schöne Festivals spielen. Rage war ja Mitte der 90er die erste Band, die so ein Projekt mal angestartet hat, dass wir ein orchestriertes Album aufgenommen haben und mit Orchester auch Shows gespielt haben, getourt haben. Also lange bevor das so in Mode gekommen ist, wie das heute so in Mode ist. Und jetzt ein 20-jähriges Jubiläum von unserem Album 13, was vor 20 Jahren rauskam, werden wir das jetzt nochmal auf die Bühnen bringen, so jubiläumstechnisch. Ganz genau. Und da geht er mit dem Orchester dann? Auf jeden Fall. Nicht auf Tour, sondern wir spielen einzelne Festivals. Okay. Zum Ende des Jahres kommt dann das nächste Album, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und dann beginnt die nächste Tour und die zieht sich dann über 2-3 Monate. Also werden wir bei euch sein, kommt einfach vorbei und lasst uns zusammen eine Party feiern. Und vielleicht leckeres Brot essen. Genau. Okay, also dem lässt sich ja gar nichts hinzufügen. Ich bedanke mich bei den Jungs von Rage. Vielen Dank. Genau. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast gesagt, du hast noch nie ein Brot gebacken. War es schlimm? Nee, du hoffst es toll. Nicht. Ich meine, es hat was Beruhigendes. Ich habe ja keine Angst vor sowas. Ich habe nur einfach keine Ahnung davon. Ja, aber das lässt sich ja beheben. Hast du gesehen, ist ganz einfach. Und das lassen wir jetzt noch lang ruhen. Also das wird ein richtig leckeres Brot. Das sieht sogar wirklich aus wie ein Brot, ne? Das wird ja wahrscheinlich nachher doppelt so groß sein, oder? Genau, das nimmt noch ordentlich zu an Volumen, das schneidet man noch ein bisschen rustikal ein, kurz vorm Backen. Dann geht es so ein bisschen auf, wir haben viel,
viel Kruste, was Geiles am Brot. Noch und irgendwas? Dann ist es kommt da noch was drauf? Dann Heavy Bread. Na, wir können noch ein bisschen von unserem Dark Mehl hier oben drauf, das ein bisschen rustikaler ist. Geil. Und das geil. Muss ich mir dann, also wir kriegen das von dir zugeschickt zum Essen? Ja. Wenn ihr wollt, schicke ich euch das natürlich. Na klar, wollen wir. Würde mich nur mal interessieren, diese Mischung aus Cranberries mit Chips und so was alles. Bier? Ist natürlich schon ein Bier. Also grundsätzlich, wenn du und das, was du mit links vorher angefasst hast? Ja. Cool. Du meinst sämtliche Bazillen, die ich vorher angefasst habe? Ja. Nein, oh, Scheiße. Liebe Kinder, wir haben uns desinfiziert und vor dem Dusch zusammen alle, dass das ordentlich ist. Ja, war schön. Ja, war sehr schön. Don't try this at home. Du warst toll. Danke. Danke. Also gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal und keep on rocking. Alles klar.